Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Dostojewski-Gesellschaft muss man danken, die Spielbank von Wiesbaden aber in gewissem Sinne bewundern, dafür, dass dieser Vortrag zu diesem Thema an diesem Orte möglich ist. Denn dies hier war im Jahre 1865 die Hölle für eines der größten Genies der Menschheit. Dostojewskis Frau Maria Dmitrijewna war gerade gestorben, kurz danach sein Bruder Michael. Die gesamte Schuld der Familie hatte er übernommen. Mit 3000 Rubel in der Tasche, die Vorauszahlung für zwei Romane durch seinen erpresserischen Verleger Stelowski, floh er hier nach Wiesbaden, arbeitete fieberhaft in einem armseligen Hotelzimmer am Raskolnikow an Schuld und Sühne. Ganze 5 Tage waren nötig, die 3000 Rubel hier in der Bank zu lassen und zu begreifen, dass in einer Spielbank nur die Bank gewinnt, weil jeder, der Geld bekommt, es nur bekommen kann durch den Verlust aller Mitspieler. Er aber im Wahn, der Glückliche zu sein, hoffte sich zu bereichern um den Preis des Totalverlustes. Zurückgekehrt nach Russland unter dem Zwang, einen zweiten Roman herauszustoßen, diktiert er in 3 Wochen der jungen Stenografin Anna Grigorjewna Snitkina seine inneren Beweggründe, ein Spieler zu werden. Die Erinnerung an eine Erfahrung 2 Jahre vorher, als er in dieses Roulettenburg zum ersten Mal geriet, auf der Suche nach Paulina Suslova, seiner Geliebten, die ihn von oben herunter grad so beachtet, wie in dem Roman Alexei behandelt wird von Pauline, einer Generalstochter. Alle in Wiesbaden sind sie Süchtige, Fieberkranke, die in der Vorstellung leben, dass nur ein bestimmter Mensch, die Großmutter, sterben müsse, um ihre Erbschaft zu hinterlassen. Mit Krediten ist die Zukunft längst verpfändet und verkauft. Und die alte Dame tut den Raffgierigen nicht den Gefallen, so frühzeitig zu verscheiden. Ganz im Gegenteil, rüstig wieder alles erwartend taucht sie auf. Elle est tombée en enfance. Sie ist ein großes Kind, das nicht verlieren kann, und so verspielt sie die 10.000 Rubel, auf die sie warten. Ja, hat denn niemand von all denen gemerkt, was aus ihm als Menschen wurde, als er glaubte, leben zu können, nur um den Preis eines baldigen Todes eines nahestehenden Verwandten? Pauline wird Alexei bitten, für sie zu spielen, um den Verlust auszugleichen. Und in einer unglaublichen Glückssträhne gewinnt er die 10.000 Rubel, rafft sie zusammen, bringt sie Pauline. Sein Glück, seine Liebe, die Gemeinschaft in Seligkeit läge griffbereit vor ihm. Aber in dem Moment des Gewinns wissen die Herren von der Spielbank, dass er sich gewandelt hat. Aus einem Liebenden ist ein Süchtiger geworden. Es genügt, die Auszahlung des Gewinns übers Wochenende hinzuhalten. Und er wird zurückkehren und alles vergeuden. Noch während Dostojewski seinen Roman diktiert, hält er plötzlich inne und sagt zu Anja, ich habe 3 Möglichkeiten. Entweder ich gehe zurück nach Sibirien oder ich gehe in den Westen und werde der Spieler, von dem ich schreibe. Oder ich heirate dich. Es ist eine der ganz mutigen, lebenrettenden Entscheidungen im Leben Dostojewskis, zu spüren, dass es nur eine Alternative gibt, die Begründung des Menschen aus der Liebe oder aus dem Wahn der Bindung an Geld und Macht. Der Wahn wird nicht aufhören. Kurz nach der Heirat fliehen die beiden in den Westen, um den Forderungen der Gläubiger zu entgehen. Dresden, Baden, Baden, Zürich, all diese Wege
zeichnen die Tragödie Dostojewskis. Von Spielbank zu Spielbank, er wird alles versetzen. Das Thema des Geldes hat Dostojewski begleitet von der ersten geschriebenen Zeile seiner Bücher. Natürlich, 1846 hat er die französischen Sozialisten gelesen, Saint-Simon, Proudhon, Eigentum, das ist der Diebstahl. Dostojewski glaubte so nicht, denn die Folgerung daraus wäre gewesen, die kranke Gesellschaft auf den Operationstisch zu legen und alle Fäulnis aus dem Körper herauszuschneiden. Das wäre in seinen Augen so viel wie die Idee des Glaspalastes von der Londoner Weltausstellung. Das wäre das Glückseligkeitszuchthaus, das in der Vision des Großinquisitors repräsentiert wird, in der römischen Kirche. Es gibt keine Freiheit, keinen eigenen Gedanken, keine Verantwortung, keine Menschlichkeit. Was es gibt, ist eine wiederkäuende Herde, die ihr Gras aus den Händen der Mächtigen frisst und noch froh sein muss, dass man sie auf diese Weise aushält. Dostojewski glaubt nicht daran, dass man die Probleme des Menschen lösen kann durch soziale Reformspiele. Sein erster Roman verkörpert ein Stück weit die Ahnung seines Grundansatzes, arme Leute. Was er beschreibt, ist noch nicht einmal so sehr die Armut des Geldes, als die Armseligkeit des Herzens. Der gutmütige Davuschkin, wie er schon heißt, der ewige Hagestolz, sollte man sagen, die ewige Jungfrau. Er liebt Warenka wie ein russischer Grillparzer, aber wagt er nicht, seine Liebe wirklich zu vertreten und sich einzugestehen. Warenka liebt einen jungen Studenten, den Sohn eines haltlosen Trinkers. Aber heiraten wird sie, grad ums Geld willen, den Mann, der sie beleidigt, geschändet und erniedrigt hat. Was ist die Ehe, wenn die Liebe käuflich wird? Außer einer legalisierten, bürgerlich geordneten Form der auf Dauer gestellten Prostitution. Belinsky fand als Rezensent den Roman groß. Seinem Votum ist zu verdanken, dass selbst in der Sowjetunion dies fast der einzige Text Dostojewskis war, der ernstlich noch gelesen wurde. Aber die Wertschätzung basierte auf einem Missverständnis. Man begriff nicht die psychologische Virtuosität, mit der Dostojewski die Geldproblematik aufgriff. Als er im Jahr drauf in der Gestalt des Goljetkin den Doppelgänger präsentiert, eine brillante Studie über die Psychodynamik einer ausbrechenden Schizophrenie, gibt man sich irritiert, geradewegs enttäuscht. Dostojewski lebt in Armut, seine Texte bringen nichts ein. Er selber bettelt herum in der eigenen Familie, lebt von Vorauszahlung zu Vorauszahlung. Das Elend soll geendet werden durch das Projekt eines Großromans, Njetotschka Nezvanova. Es ist Dostojewskis Warnung an sich selbst, wie im letzten Augenblick. Denn er beschreibt dort in der Gestalt des Jefimow einen genial begnadeten Geiger, dessen magische Musikalität die Menschen fasziniert, er aber unfähig, sich selber einzuschätzen. In der Sucht nach Ruhm vergeudet sein Talent und sinkt immer tiefer herab bis ins Delir des Alkohols. Seine Schuld an all dem gibt er seiner Gemahlin. Ja, er schwört geradezu, ehe sie nicht gestorben sei, werde er nie mehr den Geigenbogen anrühren. Jetotschka, seine Stieftochter, liebt ihn seines Elends wegen. Als ihre Mutter tatsächlich dahinscheidet, an jenem Abend, hat Jefimow das Konzert eines großen Geigenvirtuosen besucht und erkennt erschüttert die Wahrheit. Er ist nicht der Mann, für den er sich hielt. Ein Künstler, schreibt Dostojewski, hört sofort auf, ein Künstler zu sein, wenn er das Motiv der Kunst zu dienen eintauscht gegen den Drang nach Ruhm und Geld.
Der Roman kommt nie zustande. Dostojewski wird verhaftet. 10 Jahre Sibirien warten auf ihn. Aber noch in Semipalatinsk. Kurz nach seiner Entlassung wird er das Thema Geld ein Stück weit humorvoll, karikierend neu aufgreifen. Das Gut Stepanchikovo und seine Bewohner. Es ist eine Nachdichtung, wenn man so will, nach Molières Tartuffe. Die Geschichte des Foma Fomitsch Opiskin. Kann es nicht sein, fragt Dostojewski, dass ein Mensch, dessen Selbstbewusstsein durch Schande, Schmutz und Armut immer tiefer niedergedrückt wurde, statt einfach dem Druck zu erliegen, vielmehr in seiner Verkrüppelung immer größer wird? Opiskin ist ein solcher Mensch, dessen ramponiertes Selbstwertgefühl sich bildet an der Religion. Sie wird seine Waffe, um Geltung und Geld von dem Gutsbesitzer zu erwirken, dem weichen, gutherzigen Rostanew. Kann es nicht sein, dass Religion unter einer bestimmten Verkleidung nichts weiter ist als die Heuchelei, deren man sich bedient, um die Dummköpfe an der Nase herumzuführen? Ich habe in diesem Buch Jesus von Nazareth vor 2 Jahren auf 100 Seiten verständlich zu machen versucht, für wie wichtig in der Botschaft des Mannes aus Nazareth die Thematik des Geldes ist, so sehr, dass er vor dem Geld mehr warnt als vor dem Teufel selber. Matthäus 6, 24, ihr müsst wählen zwischen Gott und dem Mammon und könnt nicht zweier Herren Diener sein, so bedingungslos, so konzentriert. Warum? Dostojewski hat keine allgemeine Geldtheorie zur Verfügung, aber er glaubt natürlich nicht, was die bürgerliche Volkswirtschaftslehre uns weiszumachen versucht. Geld ist das universale Tauschmittel auf dem Markt. Genau das ist es nicht. Seine Herkunft liegt darin, dass man Schulden, die der eine gegen den anderen hat, auf Ewigkeit festschreibt, damit der Besitzende auf dem Markt jede Förderung einlösen kann. Infolgedessen hört Geld und Zins augenblicklich zusammen. Denn das Geld, das in Notzeiten vergeben wird, ist eigentlich teurer als in den Zeiten, da ein Schuldner so viel gewinnen kann, um es zurückzahlen zu können. Dieser Unterschied zwischen der Not und dem Profit muss im Zins eingefroren werden. Geld ist das Verfahren, die Menschen voneinander zu trennen, in die Besitzenden und die Besitzlosen. Geld schafft den Vorteil auf dem Markt. Ungleich besser, mit der Ware Geld repräsentiert zu sein, als mit so vergänglichen Angeboten wie Blumen oder Nahrungsmittel. Wer Geld in den Händen hat, kann im Grunde jeden so lange zappeln und warten lassen, bis er ihm käuflich wird. Wir sind gewöhnt, dass der Zins ganz normal ist, wie wäre er nichts weiter als eine Verwaltungsgebühr bei den Banken. In Wirklichkeit ist er das Verfahren, dass der Arme immer ärmer wird. Und zwar gerade für die Zeit, die es dauert, dass er nicht zurückzahlen kann. 2/3 der Menschheit verelenden in unseren Tagen, einfach durch den Zinsfuß. Er marschiert in eine Zukunft, die immer mehr Menschen ausschließt. Es war der Mann aus Nazareth, der begriff, nicht nur, dass man keinen Zins nehmen sollte, sondern Jesus kann in Lukas 14 sogar sagen, wenn du jemandem etwas gibst, dann am ehesten dem, der es dir ganz bestimmt nicht wiederzahlen kann, in Klammern, denn der gebraucht es am meisten. 1865 hier in Wiesbaden hatte Dostojewski begonnen, seinen großen Roman Schuld und Sühne zu schreiben. In ihm handelt er die Dämonie des Geldes aufs Tiefste und Traurigste ab. Alles beginnt damit, dass der junge Student Raskolnikow einen Brief seiner Mutter empfängt. Schon sein Name sagt alles. Raskol ist der Entfremdete, der Entwurzelte. Entwurzelt durch das Stadtleben in Petersburg. Ein Ort, der überhaupt nur gebaut wurde, weil Peter der Große zeigen wollte,
dass es im Sumpfgebiet möglich sei, eine solche Stadt zu errichten. Vollkommen künstlich, der Natur entfremdet. Raskol aber auch gegenüber seinen eigenen Gefühlen. Dieser junge Student zermartert sie, zergliedert sie, verachtet sie, will nicht in die Schwäche der Emotionalität hineingezogen werden und er ist vollkommen einsam. Es gibt außer seinen Freund Rasumirin niemanden, der ihm wirklich nahesteht. In diesem Brief seiner Mutter aber steht die Mitteilung, woher jene 60 Rubel kamen, die er im letzten Jahr so nötig gebraucht hat. Sie, die alte Frau, bekommt ganze 120 Rubel Pension im Jahr. Und die kann sie bei ihrem Krämer Wachuschin nur mit Mühe zur Bezahlung der nötigsten Einkäufe verwenden. Aber Raskolnikows Schwester Dunja hat bei den Svidrigailovs Dienst aufgenommen und den ganzen Lohn für ein Jahr sich vorauszahlen lassen. Natürlich wird die Summe abgerechnet, monatlich. Und fortan ist Dunja eine Gefangene von Herrn Svidrigailov. Der hatte schon längst ein Auge auf die Schöne geworfen. Und der bringt sie in eine verfängliche Szene nach der anderen. Dunja hat ihm einen Brief geschrieben und daran erinnert. Er ist ein verheirateter Mann. Er darf so etwas nicht tun. Als aber Frau Svidrigailov die beiden sieht in einer Szene, die sie komplett missdeutet, wird sie durchs ganze Dorf gehen und davon berichten. Und Dunja kann aus ihrer Schande nur entkommen, indem sie die Abschrift des Briefes einem jeden zeigt, der sie in den Schmutz ziehen wird. Jetzt aber wird es so sein, dass ein gewisser Lushin, ein Mann bei Gericht, um sie freit. Er ist gerade 45 Jahre, aber doch heiratbar. Auch ist er ein Mann von gusseisernen Prinzipien. So hat er zum Beispiel erklärt, dass es nicht gut ist, wenn ein Mann heiraten wollte in einer Position der Nichtüberlegenheit. Vorteilhaft sei es für jedwede Ehe, dass die Frau dankbar aufblicke zu ihrem Mann. Und Dunja, die kein Geld besitzt, kann sich nur gut verheiratet fühlen an der Seite dieses Herrn Lushin. Als Raskolnikow das liest, mit der Versicherung noch versehen, dieser Herr Lushin, ja, der gerade nach Petersburg reise eines Prozesses wegen, könne ja auch Raskolnikow, einen Studenten der Jura, bei der Hand nehmen und ihm eine kleine Karriere förderlich machen, davon gesprochen sei noch gar nicht. Aber die Gedanken der Mutter doch gehen in diese Richtung. Bricht in Tränen aus über den Brief. Dunjetschka, Mamutschka, das Opfer nehme ich nicht an. Aber was kann er dann tun? Raskolnikow hat einen Artikel geschrieben, in dem die Menschheit eingeteilt wird in zwei Kategorien. Es gibt die gewöhnlichen Menschen, philosophiert er dort. Das sind die Herdenmenschen, die Verwalter der Vergangenheit. Sie sind gewissermaßen verpflichtet, auf jeden zu achten, der ihnen die Gesetze vorschreibt. Aber die Gesetzgeber sind stets die Gesetzbrecher, die ungewöhnlichen Menschen. So war es bei Lycurg, Solon, bei Mohammed. Die Großen in Wirklichkeit schreiten hinweg über die Niedrigen. Die Gesetzgeber selbst müssen das vorhergegangene Gesetz zerstören und als Gesetzesbrecher zu Verbrechern werden, der neuen Ordnung wegen. Wenn es, denkt Raskolnikow, einem Kopernikus oder Newton nur möglich gewesen wäre, ihre Ideen zu verbreiten um den Preis, sagen wir, von beliebig vielen Toten und beliebig vielen Opfern der gewöhnlichen Menschen, hätten sie dann nicht die Pflicht gehabt, für den Fortschritt der Menschheit gerade solche Opfer zu bringen? Es bleibt nur die Frage, ob er, Rodion Raskolnikow, selber ein solcher ungewöhnlicher Mensch ist. Um das zu erproben, ermordet er die Pfandleiherin Aljona und ihre sanftmütige Schwester Lisaveta. Er will erproben, ob er die seelische Robustheit hat von den Menschen, die man die Großen nennt. Aber all die Großen brauchen Geld und so muss er als erstes sich durch den Mord an einer Pfandleiherin gewissermaßen verproviantieren. Nur kann er es durchhalten. Hat er die Nerven? Was Dostojewski im Raskolnikow psychologisch erprobt, ist die Unmöglichkeit, einen solchen Menschen der kalten Begriffe,
zu überzeugen mit kalten Überlegungen. Herr Luschin zum Beispiel, der Anwärter auf seine Schwester Dunja, wird ihm die Philosophie des Gelds präsentieren, frei nach Adam Smith, der Manchester-Liberalen, dessen Philosophie aus jedem Regierungsprogramm heute wieder herauszulesen ist. Herr Luschin wird sagen, die Begriffe Nächstenliebe und Mitleid, siehst du, sind veraltete, rückständige Worte. Wem soll es etwas nützen, wenn ich aus lauter Mitleid meinen Mantel teile? Und wir laufen beide halbnackt herum. Der Wohlstand des Volkes wird vermehrt, wenn jeder seinen Mantel behält. Der wohlverstandene Egoismus ist die Wohlfahrt aller. So verhält es sich. Und Raskolnikow wird sagen, mein Herr, ich erlaube nicht länger, dass Sie die heiligsten Begriffe in den Schmutz ziehen. Es gibt nur eine Erlösung für den Mörder Raskolnikow. Das ist die Liebe der Dirne Sonja, an deren Seite er lesen wird aus dem 11. Kapitel des Johannesevangeliums, die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus. Selbst ist er wie ein verwester Toter, der den Ruf hört, komm heraus. Wie ist es möglich, überhaupt für ihn zu fühlen, was für ein Mensch er war und was er getan hat? Sonjas Vater Marmeladow ist ein Trinker, der seine eigene Tochter auf die Straße geschickt hat. Mit dem Geld ihrer Schande, als sie zurückkommt am ersten Abend, geht er hinüber in die Kaschemme zu trinken. Noch hat er ihre Füße geküsst. Golubka, mein Täubchen. Aber er hält es nicht aus. Da sitzt er betrunken und lallt vor sich hin. Kreuzigen soll man ein Schwein wie mich. Und die anderen werden sagen, als Maulmensch, wer wird dich kreuzigen? Aber er wird weiter fortfahren. Wie manchmal auch im Alkoholdelir psychiatrisch beobachtbar. Eine Weltenharmonie. Wenn er kommen wird, alle zu richten, dann wird er sagen, nun kommt ihr Guten, nun kommt ihr Gerechten, zieht ein in die Hallen, die ich euch bereitet. Aber dann wird er sagen, jetzt kommt her auch ihr, Mörder, Säufer, Huren, all ihr Abgetanen und Verlorenen, kommt her auch ihr. Dann werden die Guten, die Gerechten sagen, aber Herr, sie tragen das Antlitz des Viehs, warum denn berufst du auch sie? Und er wird sagen, gerade deshalb, ja, ihr Guten, gerade deshalb, ihr Gerechten, berufe ich gerade die. Weil kein einziger von denen je hat glauben können, dass er dessen würdig sei. Dann werden wir alle verstehen. Dann werden alle alles verstehen. Dein Reich, Herr, komme. Es ist der Traum vom Ende der Herrschaft des Menschen mit der Waffe des Gelds, der Erniedrigung und der Demütigung. Es ist das Ende der Fluchtbewegung vor der eigenen Selbstverachtung, in die Verachtung der anderen, die man als Besitzende in den Staub drückt. Es ist das Wissen, dass der Himmel so weit ist, wie die Wolken ziehen und die Schwalben fliegen, ohne Grenzen zwischen Region, Nation, Religion, Konfession und zwischen Arm und Reich. Die Macht des Geldes in den Werken Dostojewskis gründet sich auf seine Fähigkeit, den Menschen ein Selbstvertrauen in die eigene Person zu schenken, das sie von sich her durch Selbstmisstrauen und verinnerlichter Verachtung nicht lernen würden. In dem großen Roman »Der Idiot« schildert Dostojewski in einer ergreifenden Schlüsselszene, wie ein Mensch durch das Geld moralisch korrumpiert, ja vernichtet werden kann und wie er
in einer gewissen Form von Stolz sich seine Menschlichkeit bewahrt, freilich um den Preis der Selbstzerstörung, der Selbstzerstörung zur Selbstbehauptung. Der reiche Trotzki hat die junge Nastassja Filippowna verführt und geschändet und hält sie aus seit 5 Jahren. Sie nimmt sein Geld, aber sie verachtet sich jeden Tag dafür. Nun soll sie verheiratet werden mit Gavrila Iwolgin. Das auch möchte die Generalsfamilie der Jepanschins. General Jepanschin nämlich möchte einer seiner 3 Töchter just mit diesem Trotzki verbünden und verheiraten. Dies alles aus Schacher wegen Geld. Nastassja hat irgendwann einmal gesprochen, sie sei zu haben für 100.000 Rubel. Aber Pawen Rogoschin, der Krämer und Kaufmann, versippt mit einer ganzen Bande von anarchistischen Umtreibern, die bereits an die Gruppe um Stavrogin in den Dämonen erinnern, hat diesen Ausspruch nicht als Absage genommen, sondern geradewegs als Einladung. An jenem Abend in einem Kreis von 10 Halbbetrunkenen präsentiert er wohlverpackt 10 mal 10.000 Rubelscheine. Das ganze Geld. Nastassja hat sich ihm versprochen, wenn sie das Geld nimmt. Der Fürst ist erschrocken. Er weiß genau, dass Nastassja bereit ist, sich zugrunde zu richten aus Schande und Stolz. Und er verspricht unmittelbar in diese Szene hinein, sie zu heiraten. Ja, er holt einen Brief hervor, in welchem ein Notar in der Schweiz ihn versichert, er werde gerade jetzt eine viel reichere Erbschaft antreten. Die 100.000 Rubel spielen vergleichsweise gar keine bedeutsame Rolle. Nastassja aber weiß, dass der Fürst in Wirklichkeit die Jepanschin-Tochter Aglaja liebt und dass er sich ihretwegen opfern will. Kann ich denn das Angebot eines solchen Kindes annehmen, sagt sie herablassend. Der ist ja selbst ein Kranker, ein Kind noch. Und in ihrem Stolz nimmt sie die 100.000 Rubel weg von Pawen Rogoschin und erklärt ihm, siehst du, all das Geld ist ja mein, also kann ich damit machen, was ich will. Aber wenn ich es nicht nehme für mich, gehöre ich dir nicht. Gavrila, siehst du die 100.000 Rubel? Hier sind sie. Und ich werfe sie ins Feuer. Hörst du, wie der Holzstoß knistert? 100.000 Rubel, Gavrila, du wolltest mich heiraten. Du kannst die 100.000 Rubel haben, du musst sie nur mit den Händen aus dem Feuer holen. Oh, ich werde deine Seele nackt sehen. Ich werde sehen, wie du kriechst zum Feuer. Du verbrennst dir nicht die Hände, es geht sehr schnell. 100.000 Rubel, Gavrila. Ein letzter Rest von Stolz wird Gavrila Iwolgin bestimmen, zur Tür hinauszugehen, aber es zerrt in seiner Seele so, dass er ohnmächtig am Portal zusammenbricht. Und Nastassja wird all das Geld nehmen und neben ihn legen. Da soll er es haben. Wie kann ein Mensch seinen Stolz bewahren, wenn er käuflich ist? Außer er schmeißt den Kaufpreis selber ins Feuer. Besser als noch einmal wie Dostojewski in der Spielbank von Wiesbaden in die Hölle der Geldgier zu steigen. Pawen Rogoschin bewundert Nastassja in diesem Augenblick wie eine Königin und weiß doch zugleich, dass er sie nie behalten wird. Noch am Tage, da sie dem Fürsten versprochen werden könnte, flieht sie vor dem Glück hinein in Rogoschins Arme und der, um sie endgültig zu behalten, wird sie ermorden. Dostojewski wollte im Idioten das Porträt des erlösenden Christus in unseren Tagen malen. Und was er schildert in der Psychologie des Verrats an der eigenen Würde unter der Geißel der Macht des Gelds, ist die Unfähigkeit, auch nur einen einzigen Menschen zu retten, selbst wenn man sich für ihn opfern wollte. Zwischen dem Fürsten und zwischen Rogoschin, die beide sind wie 2 Brüder, wie Licht und wie Schatten, einander bedingend, wird Nastassja zum Opfer des Besitzanspruches und des Loskaufs. Wann gelingt es Menschen,
wirklich frei zu werden. Im Jahre 1875 hat Dostojewski in dem großen Roman Der Jüngling noch einmal und jetzt beinahe abschließend seine Betrachtung zum Thema Geld in einer subtilen Psychologie vorgelegt. Arkadi Dolgoruki ist in Wirklichkeit der Sohn Wassilows, eines reichen Gutsbesitzers. Eher 25-jährig, als er verwitwet war, hat ein Auge geworfen auf Sofia Dolgoruki, die Frau eines seiner Leibeigenen. Und er hat sie gekauft, mit ihr zwei Kinder gezeugt, Arkadi und seine Schwester Lisa, und ist mit Sofia in den Westen gereist. Nominell bleibt Arkadis Vater der Pilger und Gottes Narr Makar. Er selbst aber, Arkadi, wird in eine Pension gegeben. Dort wird man ihn schlagen, verleumden, lästern seiner unehelichen Geburt wegen. Denn Arkadi Dolgoruki ist ein Bastard, aus dem bis dahin gewissenlos erscheinenden, am Rand der Schizophrenie dahinlebenden Wassilow und den einfachen, grundgütigen Makar. Dazwischen seelisch steht der Jüngling. Und mit ihm die Frage seit 120 Jahren, wofür wir, die wir uns erwachsen nennen, eigentlich unsere Kinder erziehen. Mit welchen Idealen? Wir bedauern den Werteverlust unserer Jugend, die heranwächst. In den rechten Kreisen machen wir Propaganda für die Werteüberzeugung, die wir ihnen vermitteln. Aber begreift nicht ein jeder, dass wenn in dieser Welt einzig das Geld der wertsetzende Maßstab ist, das Einzige, was überhaupt Wert hat, indem es jeden beliebigen Gegenstand der Welt in einen Preis verwandelt, eine Jugend dann gar keinen anderen Wert mehr glauben kann, als an das Ideal des Rothschild? Der junge Arkadi wird glauben, was man ihm sagt. Ein Rothschild wird alles kaufen, Päpste, Bischöfe, Kirchen, Museen, Banken, was du willst. Also beschließt er, der Gehänselte, der Verfolgte, der Getretene, in seiner Einsamkeit und Isolation ein Rothschild zu werden. Er glaubt darin, originell zu sein und ist in Wirklichkeit nichts weiter als der Sklave der Verführung seiner Gesellschaft. Aber originell bleibt Arkadi in dem Weg, in dem er sich vorstellt, ein Rothschild zu sein. En passant lässt Dostojewski den Jüngling die Grundgesetze des Kapitalismus entwickeln. Da Arkadi keine Kopeke in der Tasche hat, aber hörte, dass auf einem Wolga-Dampfer ein Bettler gefunden wurde mit 5000 Rubeln, muss es möglich sein, findet er, durch Betteln vermögend zu werden. Die Voraussetzung ist der absolute Verzicht auf Konsum. Geld kann erst dann Kapital werden, wenn es nicht dazu verwandt wird, persönliche Bedürfnisse zu befriedigen. Also beginnt Arkadi zu probieren, auf was alles er verzichten kann. Wie kann man die Nahrung einschränken? Wie lang kann man hungern, ohne ein Stück Brot anzurühren? Ein Mantel und ein Stück Tuch wird zersetzt durch die Härte der Staubpartikeln. Hingegen eine Bürste mit ihren feinen Haaren schont den Stoff. Wenn man einen Anzug 6-mal am Tage bürstet, hält er 2 Jahre länger. Und die Schuhsohlen nutzen sich ab, indem man sie einseitig belastet. 2 Jahre lang übt Arkadi gleichmäßig die Schuhsohlen aufzusetzen. Mit mathematischer Notwendigkeit wird er bei rechtem Gebrauch des Erbettelten zunehmend ein vermögender Mann werden. Er muss nur alles, was er bekommt, sparen und sparen, zielgerecht für das Ideal eines Rothschilds. Und dann wird es sein, schon auf einem beliebigen Flohmarkt kann er ein kleines Objekt erstehen. Und wenn es nun gelingt, dieses Objekt für eine gewisse Preisdifferenz höher an einen Liebhaber abzusetzen, wird die Gewinnspanne in den Verdienst eingehen. Er muss nur ein bisschen Kapital vorschießen, das verwandelt sich in den wahren Gegenstand des Kapitals und dann in den Kapitalgewinn. Die Frage ist jetzt nur das Glücksspiel bei der Suche nach dem richtigen Käufer, dem jeweils das angebotene Objekt mehr wert ist als demjenigen, dem es abgekauft wurde. Jederzeit bedarf es der höchsten Aufmerksamkeit und Kontrolle, denn
In jedem Zeitpunkt ist der Umschlag von Ware und Kapital in Ware zur Selbstvermehrung des Gelds in der Eigenzirkulation möglich. Es ist möglich, vom Trödelmarkt zur Börse zu wechseln. Nur Vorsicht! Nicht mit Futures spielen, noch ist der Nobelpreis nicht vergeben für die Leute, die für das Verhökern von Milliarden von Derivaten rund um den Globus ihre Geschäfte machen. Wir haben keinen Nobelpreis für die Not der 2/3 verhungernder Milliarden Menschen auf dieser Erde. Aber wie man noch reicher wird, indem man gar nicht mehr Geld gegen Waren oder Geld gegen Leistung oder zur Produktion investiv eintauscht, sondern gleich Geld zu Geld macht. Dafür haben wir große, lobende Auszeichnungen. Das verdient beachtet und Arkadi Dolgorucki will beachtet werden. Er spürt sehr deutlich, dass der neue Dämon Geld ihn stärker beherrschen wird, als der Klostergott der römischen Kirche, die Nonnen und die Mönche. Er muss autark leben. Er muss einsam leben, in Isolation. Er muss äußerste Sparsamkeit geloben. Nur so wird das Geld vorankommen. Geht es aber Arkadi wirklich um Geld? Tatsächlich möchte er mithilfe des Geldes Macht. Und es wäre die Rettung aus seinem Selbstunwertgefühl. Mittels des Gelds zu erleben, was ihm zufließt an Hochachtung. Man sagt mir, dass mein Gesicht nicht ganz vorteilhaft sei. Aber wie nun, wenn ich ein Rothschild wäre? Würden nicht alle Frauen von selber kommen und sagen, er ist schön? Ich bin nicht unintelligent, aber wäre es nicht möglich, dass in jeder beliebigen Gruppe jemand säße mit einer noch höheren Stirn, ein Talleyrand? Aber wenn ich ein Rothschild wäre, was wäre dann Talleyrand? Geld? Sie verstehen, das ist die Macht der Ohnmächtigen, die Schönheit der Hässlichen, der Verdienst der Parasiten. Das ist die Intelligenz der Geistesschwachen. Das ist die Stärke des Skrupellosen. Das ist der Spielraum der an jeglicher Empfindung Abgestumpften. Ja, kann es nicht sein, denkt Arkadi, wenn ich erst einmal ein Rothschild bin, dass ich eines Tages hingehe und gebe all mein Vermögen hinweg und ginge unbemerkt im Kreis aller anderen, im Wissen, dadurch noch ungleichlich größer zu sein als ein Rothschild. Ein solcher Gedanke auch nur wird mich speisen, wie den Propheten Elias die Raben in der Wüste. Nur könnte Arkadi sein Geld von sich geben, das er gebraucht hat, wie ein Suchtmittel? Kann er handeln wie ein Heroinkranker, der, um auch nur den Alltag zu bestehen, immer wieder die Droge braucht, während er sich selber vorlügt, eines Tages wird's kommen und er werde sie absetzen? Ist nicht, dass Arkadi ein Verlorener ist, der beweist, dass wenn man durch Betteln ein Rothschild wird, ein Rothschild selber der allergrößte Bettler ist? Welch ein Heilmittel haben wir in unserer Gesellschaft zur Rettung des Jünglings? Es gibt kein anderes, als wie es Dostojewski in seiner komplizierten Romanhandlung erfindet. Arkadi wird sich verlieben, trotz aller negativen Vorurteile über die Frauen im Allgemeinen, in die junge, schöne Katharina, Tochter Sokolskis, bei dem er selber Dienst tut. Sokolski wird ihn in die hohen Kreise von Petersburg einführen und für Arkadi ist es der Ruin. Er wird Schulden machen, er wird zum Spieltisch gehen, er wird beinahe ein Dieb. Er gerät über seinen Freund Lambert in alle möglichen anarchistischen, kriminellen Kreise. Er muss entdecken, dass sein eigener Vater Versilow wieder allen Ernstes um die Hand anhält für die schöne Katharina, wie wenn seine eigene Mutter, Sofia, austauschbar wäre gegen jede Willkür. Er liebt und er hasst seinen Vater. Er sehnt sich nach einem Vater, den es nicht gibt. Und was Dostojewski wirklich sagen will, das Geld ist nichts anderes, als die Schöpfung umzuschreiben.
Da es keinen Erzeuger gibt, musst du dich selbst erzeugen. Deshalb ist das Geld der Gott, der Vater im Himmel und auf Erden, den du erfinden musst, den du materialisieren musst, weil du ein Nichts bist. Die Macht des Geldes ist diese Lüge. Du könntest etwas werden, dass du nichts bist, indem du etwas hast. Aber was bist du für ein Mensch dann? Außer ein Betrüger, dir selber gegenüber. Es gibt für Arkadi keine andere Rettung, als dass sein juristischer Vater, Makar, in gewissem Sinn sein Adoptivvater, der Pilger, krank, zurückkehrt. In der Nähe dieses Mannes beginnt so etwas wie eine seelische Erholung. Makar verkörpert's. Sorge dich nicht um den morgigen Tag. Hat nicht jeder Tag seine Mühen genug? Das soll Jesus gesagt haben, laut Matthäus 4, zu allen, die übel dran waren, lauter Habenichtse und arme Leute. Und hat ihnen gesagt, schaut euch doch um. Hier wachsen die Lilien. Ihr beneidet König Salomo in all seiner Pracht und Herrlichkeit. Er hatte, wenn die Bibel historisch glaubwürdig wäre, über 900 Frauen und viele tausend Pferde und ganz gewiss prunkvolle Gewänder. Er lebte wie in tausend und einer Nacht und das scheint euch groß, weil er so viel Geld hatte, dass er sich alles leisten konnte. Aber Jesus meint, ihr seid unendlich viel größer. Ihr, die vermeintlich armen Leute, wenn ihr es begreift. Sie erzählen euch kaum, dass ihr 15 Jahre alt seid. Ihr müsst sorgen für die Zukunft. Was ihr macht mit der Rente, wenn ihr 75 seid. Aber so vergeudet ihr euer Leben. So kommt ihr niemals bei euch selber an. Am Ende habt ihr nie gelebt. Heute zu sein, bedeutete so viel Dankbarkeit des Glücks. Die Macht des Geldes gründet sich darin, dass sie einem Menschen verspricht, etwas zu sein, was er nicht ist. Die Macht des Geldes ist gebrochen, wenn wir begreifen, dass wir alles sind. Etwas unendlich Kostbares in dieser Welt. Etwas buchstäblich Unbezahlbares. Jeder von uns trägt solch ein Dichterwort in sich. Eine Art Dostojewski in sich. An Sensibilität. An menschlichem Gespür, aufeinander zuzugehen. Und immer dort, wo nicht Macht, sondern Einheit zum Ziel gesetzt wird, finden Menschen zueinander und verliert der Götze Geld sein Spielsaal. Gehen wir hinaus. Dankeschön.